Hi du, schön, dass du hier bist. Mein Name ist Amira, ich bin angehende Psychologin hier bei Krisenchat und heute mag ich dir etwas über Imaginationsübungen erzählen. Vielleicht hast du ja von den Begriffen Traumreise, Fantasie, Märchenreise, angeleitete Imaginationsübungen schon mal was gehört. In den nächsten Wochen und Monaten, also in der kommenden Zeit, werden hier auf diesem Kanal ein paar dieser Übungen online gehen und deswegen mag ich dir heute erstmal etwas ganz Grundlegendes über diese Imaginationsverfahren erklären. Also, lass uns loslegen! Die Imaginationsübung, was ist das eigentlich? Imaginationen sind innere Bilder, die wir erzeugen. Diese haben deutliche Auswirkungen auf uns, das beweisen bereits unzählige klinische Studien. Solche Imaginationsverfahren arbeiten eben genau mit diesen inneren Bildern. Ein ganz kleiner Exkurs in die Neurobiologie hin zum Konzept der Neuroplastizität. Dieses Wort beschreibt das Phänomen, dass sich das Gehirn je nach Art und Intensität der Benutzung verändern kann. Heißt, wenn du eine Woche lang jeden Tag mehrere Stunden Einrad fährst zum Beispiel, dann verändert sich auch in deinem Gehirn etwas, wenn man dein Gehirn davor und danach dann eben messen würde. Damit konnte unter anderem auch gezeigt werden, dass im Gehirn die gleichen Areale mit nahezu der gleichen Intensität aktiviert werden, unabhängig davon, ob wir tatsächlich gerade in einer Situation sind oder diese nur in unserer Fantasie durchleben. Ein Beispiel dafür wäre, wenn du an eine sehr anstrengende Situation denkst, dann kann sich dein Herzschlag erhöhen, wir können richtig ins Schwitzen kommen und man fühlt sich irgendwie unwohl, vielleicht wirst du auch insgesamt unruhiger. Wenn du aber stattdessen an so ein ganz wohltuendes, schönes inneres Bild denkst, an einen schönen Ort zum Beispiel, dann kann sich unser Herzschlag verlangsamen, unsere Gesichtszüge können sich ein bisschen entspannen, unsere Gedanken und Gefühle können schöner werden. Und genau das ist der Gedanke daran, wenn du an so einen sicheren, sich gut anfühlenden Ort denkst, dann empfindest du auch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Innere Bilder können wir uns dabei selbst ausdenken oder du denkst dich einfach an einen Ort, den du bereits kennst, zum Beispiel aus einem vergangenen Urlaub. Wichtig dabei ist, dass dieser Ort für dich ausschließlich positiv behaftet sein soll. Also dabei kommen keine blöden Gedanken oder Gefühle für dich auf. Lass uns das mal kurz ausprobieren. Schließ mit mir gerne deine Augen und stell dir vor, dass du am Meer stehst. Du hast deine Füße im warmen Sand und du spürst die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Du hörst im Hintergrund vielleicht das Meeresrauschen und wenn du tief einatmest, dann spürst du die frische Meeresluft. Genauso kann sich ein hoffentlich schönes inneres Bild für dich anfühlen. Heißt, mentale Vorstellungen können die verschiedensten Empfindungen auslösen und werden deswegen auch gerne in der Psychotherapie verwendet. Für die Entspannung werden meist Naturbilder, also Szenen aus der Natur, verwendet. Denn die Natur, sowohl in der Natur sein als auch daran denken, entspannt uns nachweislich. Das heißt, auch wenn wir gerade nicht auf irgendeiner Wiese liegen und die Vögel zwitschern hören, dann können wir diese beruhigende Wirkung auf uns haben durch die inneren Bilder. Deswegen werden so Naturbilder auch voll gerne in der Meditation oder in der Hypnose verwendet. Mit Hilfe von Imaginationsverfahren kann man sich mit ganz vielen Fragen auseinandersetzen. Diese können zum Beispiel hilfreich sein bei Angststörungen, bei dem Aufarbeiten von traumatischen Erlebnissen, bei so einer generellen Kraft und Mutlosigkeit oder wenn so starke, vielleicht chronische Schmerzen empfunden werden. Inhaltlich kann es sich dabei um das Aufstellen von so inneren Helfern drehen, um das Loslassen von bestimmten Sorgen oder Gedanken oder auch dem Finden von einem sicheren Ort. Dazu hat meine Kollegin Liana auch schon bereits ein Video hochgeladen und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ein ganz wichtiger Zusatz, solche Imaginationsverfahren entspannen nicht alle Menschen. Heißt, manche Menschen fühlen sich sogar durch solche Verfahren schlechter. Wenn du an irgendeinem Punkt in so einer Übung, zum Beispiel in einer Traumreise, merken solltest, dass du dich irgendwie komisch fühlst, irgendwas in deinen Gedanken, wenn du traurig wirst oder irgendeine Körperempfindung hast, du dich irgendwie schummrig fühlst, dann breche die Übung bitte ab. Es kann auch passieren, dass Menschen, die traumatische Dinge erlebt haben, negative oder schlimme Bilder vor Augen kommen. Auch dann beende die Übung bitte sofort. Du kannst dann einfach deine Augen öffnen, ein paar Runden tief ein- und wieder ausatmen. Vielleicht magst du deine Arme oder Beine berühren, um wieder ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. Imaginationsübungen sollten weiterhin nicht von Menschen mit einer starken seelischen Instabilität oder einer starken Neigung zum Dissoziieren angewandt werden. Wenn du also von einer Diagnose einer dissoziativen Störung weißt oder dir unsicher damit bist, dann rate ich dir von diesen Imaginationsverfahren ab. Wenn du Fachpersonal in der Hand hast, also HausärztInnen, PsychotherapeutInnen, vielleicht PsychiaterInnen und mit denen darüber sprechen kannst, dann mach das voll gerne, sonst kannst du dich bei Unsicherheiten auch an das Personal von Krisenchat wenden. Zu den Imaginationsübungen gehören auch die Traumreisen. Ich glaube, wir kennen das alle, wir liegen abends im Bett und wollen eigentlich nur einschlafen und dann fängt auf einmal das Gedankenkreisen an. Du empfindest vielleicht so eine innere Unruhe oder dein Körper ist irgendwo angespannt.
Du denkst vielleicht an Sachen, die du gerade vielleicht gar nicht mehr denken möchtest. Grundlegend gilt, Schlaf lässt sich nicht erzwingen. Heißt, wenn du jetzt unbedingt einschlafen möchtest und dir selbst Druck machst, dann hinderst du den Prozess des Einschlafens eher. Vielmehr wollen wir so eine entspannte Atmosphäre schaffen, zum Beispiel durch Traumreisen, in der wir unseren Körper mal richtig runterfahren lassen können und so auch eventuell einschlafen. Alternativ könntest du dir auch eine Geschichte selbst ausdenken oder liest ein Buch. Oder aber du machst dir einfach eine geleitete Traumreise an und musst nichts weiter machen, als dich zurückzulehnen, entspannen und zuzuhören. Es gibt dabei ganz viele verschiedene Themenschwerpunkte. Manche sind fantasievoller und führen dich zu Drachen und Burgen. Andere spielen sich eher in der Natur ab und sind zum Beispiel unterm Wasser. Du bist dann in so einer Luftblase, in der du atmen kannst oder in den Bergen oder am Meer. Hör da ruhig auf dein erstes Bauchgefühl und fühle in dich rein, mit was du dich wohlfühlst. Ich zum Beispiel fühle mich mit dem Gedanken, auf einer Wiese zu liegen, total wohl, aber unter dem Meer zu sein, in der Luftblase, eher nicht so. Wenn dich während so einer Traumreise oder bei irgendeiner anderen Imaginationsübung bestimmte Gedanken nicht loslassen, dann kannst du einfach immer wieder entspannt zu den Worten und der Stimme von dem oder der Sprecherin zurückkommen. Du kannst doch ausprobieren, deinen Gedanken was entgegenzubringen, zum Beispiel: Es ist okay, ich kann meine Probleme heute nicht mehr lösen, ich darf mich jetzt entspannen. Probier das ruhig mal aus. Zuletzt noch, es geht bei Traumreisen oder generell Imaginationsverfahren nicht darum, die perfekt durchzuführen. Oftmals brauchen die einfach nur Zeit und Übung und keinen Druck. Wenn sich irgendwas an irgendeinem Punkt nicht gut für dich anfühlt, dann versuch es für dich zu verändern oder such dir einfach eine ganz andere Übung aus. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das alles soll dich unterstützen und nicht zusätzlich stressen. Du kannst mit deinen Gedanken und deiner Vorstellungskraft neue, schöne Erfahrungen machen. Aber wie schon vorhin gesagt, vor allem zu Beginn kann es sich manchmal komisch anfühlen oder bestimmte Arten, bestimmte Übungen können sich komisch anfühlen. Wie auch schon gesagt, dann mag ich dazu ermutigen, es trotzdem für dich auszuprobieren oder etwas zu verändern. In der Videobeschreibung unten findest du noch den Link zu dem Video von meiner Kollegin Jana, die die Übung zu dem sicheren Ort angeleitet hat. Und wenn du jetzt irgendwelche anderen Themen oder vielleicht bestimmte Übungen vor Augen hast, die du gerne angeleitet hier hättest, dann schreib mir das sehr gerne in die Kommentare. Und dann danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.